Soll ich Schutzrechte wie Marken oder Patente eher auf mich persönlich oder auf die Firma anmelden? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, ob man Schutzrechte wie Patente, Marken oder Designs eher auf sich selbst oder auf die Firma anmelden soll. Bei dieser Frage gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. In dem Video erkläre ich einfach mal die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten. Hatten Sie schon mal das Problem, dass der Schutzrechtsinhaber stirbt und dann die Patente bei einer zerstrittenen Erbengemeinschaft liegen? Oder hatten Sie den Fall, dass eine Firma insolvent gegangen ist und dann die ganzen Schutzrechte beim Insolvenzverwalter gelandet sind? Wenn man Schutzrechte wie Patente, Marken und Designs auf sich persönlich anmeldet, dann hat das im Wesentlichen folgende drei Vorteile. Zum einen kann man der Firma eine Lizenz erteilen und so Gewinne von der Firma abführen. Zweitens, im Falle einer Insolvenz sind die Schutzrechte noch unter Kontrolle der Person. Drittens, man hat noch eine Kontrollmöglichkeit über die Firma, auch wenn sich die Gesellschaftsanteile verschieben. Es gibt aber auch Nachteile. Auf die wichtigsten drei Nachteile gehe ich jetzt ein. Im Fall des Todes des Schutzrechtsinhabers ist die Firma vielleicht handlungsunfähig, weil die zerstrittene Erbengemeinschaft der Firma untersagt, die Schutzrechte zu benutzen. Zweitens, die Person ist mit ihrer Privatadresse öffentlich im Register recherchierbar und wird immer Partei in allen Verfahren, die dieses Schutzrecht betreffen. Drittens, die Firma kann nicht leicht veräußert werden oder keine Investoren finden, weil Käufer oder Investoren natürlich die Kontrolle über die Schutzrechte wünschen. Insgesamt ist es aus meiner Erfahrung besser, wenn die Schutzrechte bei der Firma liegen. Gerade bei größeren Firmen ist das eigentlich die einzige praktikable Lösung. Es gibt aber auch viele inhabergeführte kleine und mittelständische Unternehmen, bei denen die Schutzrechte auf eine natürliche Person laufen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, welche Vor- und Nachteile es hat, wenn man die Schutzrechte wie Patente, Marken und Designs auf die eigene Person oder auf die Firma anmeldet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.